Hallo, mein Name ist Hartmut Sieg und ich freue mich, Ihnen heute unser neues Buch vorstellen zu dürfen. Unser heißt Andreas Goldmann und wir haben für Sie ein Buch zusammengestellt mit den 11 wichtigsten Erfolgsfaktoren im B2B-Vertrieb. Titel Sales, 11 Erfolgsfaktoren im B2B-Vertrieb. Rausgekommen ist es im Fahlen Verlag, ein Buch, was wir bewusst auch in einem kleinen handlichen Format gehalten haben. Das heißt, gutes Format, was Sie immer mit dabei haben können, 124 Seiten stark, gut für die Tasche zum Mitnehmen als kleines Nachschlagewerk. Worum geht es? 11 Erfolgsfaktoren im Überblick. Nummer 1, da draußen ändert sich unheimlich viel. Märkte ändern sich, Kundenanforderungen ändern sich, Beschaffungsprozesse ändern sich. Aber ändern Sie eigentlich Ihr Vorgehen im Verkauf, im Vertrieb? Und da mal ein bisschen in die Selbstreflexion reinzugehen. Nummer 2, Kunden zu analysieren, systematisch zu analysieren. Wir haben also 3 Punkte mitgebracht als Gedanken. Idee Nummer 1, eine Quick- und Dirty-Variante. Wie kriege ich relativ zügig ein gutes Gefühl daraus, für was der Kunde gut ist? Nummer 2, Cross-Upselling-Potenziale systematisch zu ermitteln. Und Nummer 3, mal einzusteigen in eine sogenannte strategische Kundenanalyse. Also das, was sehr stark im Key-Account-Management gemacht wird. Mit welchen Fragen analysiert man dort einen Kunden systematisch und strategisch? Und inwieweit können Sie von diesen Fragen auch profitieren? Und warum diese Fragen heute einfach zum Grundwerkkasten auch dazugehören? Nummer 3, Erfolgsfaktor Anfragen systematisch zu bewerten. Also das ganze Thema Opportunity Assessment, Lead Assessment. Eine Anfrage kommt rein, egal ob per E-Mail oder eine komplette Ausschreibung. Mit welchen 6 bis 7 Fragen kann ich reingehen, um die Anfrage wirklich mal auf Herz und Nieren zu überprüfen, um anschließend eine bewusste Go-No-Go-Entscheidung treffen zu können. Und dann zu sagen, jawohl, volle Kante voraus, dieses Ding holen wir uns. Oder zu sagen, hey, das macht wirklich keinen Sinn. Am Ende sind wir wieder mal ein Vergleichsangebot und wir sind dann am Ende wieder der glückliche Zweite. Und Ressourcen hier bewusst auf die wirklich vielversprechenden Opportunities auch zu fokussieren. Nummer 4, Erfolgsfaktor Beziehungsmanagement. Ich hasse ein Wort und das ist das Wort Ansprechpartner. Wir haben alle so unsere liebgewonnenen Ansprechpartner auf der Kundenseite und wir fokussieren uns auch gerne dann auf diese Ansprechpartner über Jahre hinweg. Die Frage ist nur, reden wir eigentlich mit den richtigen Personen? Wer ist sonst noch im Hintergrund involviert? Und da bewusst mal systematisch so durchzugehen, Stichworte hier, Buying Center, Power Map Analyse und in die Reflexion einzusteigen, rede ich mit den Richtigen. Nummer 5, Erfolgsfaktor Kundengespräch. Klassiker, wahnsinnig wichtig für uns alle tagtäglich. Worauf kommt es an? Wie können Sie sich systematisch vorbereiten mit wenigen Fragen? Und wir haben hier mal so einen 8-stufigen Prozess mitgebracht für ein klassisches Meeting-Gespräch mit einem Kunden, was wir auch so ein Perfect Meeting nennen. Aber wir sagen, worauf kommt es an, wenn Sie im Kundengespräch wirklich am Ende des Tages möglichst viel rausnehmen wollen und auch mit einem klaren Ergebnis rausgehen wollen. Und das ist gerade im B2B nicht unbedingt der Abschluss, das ist nicht unbedingt heute der Fall, sondern eher einen klaren gemeinsamen Fahrplan im Kopf zu haben, wie es weitergeht. Nummer 6, Erfolgsfaktor Social Media. Ich habe manchmal den Eindruck, so, wir sind im 21. Jahrhundert und trotzdem haben wir so 2 Fraktionen. Die einen lieben die Xings, die LinkedIn, die Facebooks, die YouTubes dieser Welt und nutzen alle möglichen Kanäle, um möglichst viel über ihre Ansprechpartner, Unternehmen auf der anderen Seite also rauszukriegen, Beziehungen auch zu halten, Netzwerke zu knüpfen. Und die anderen sagen, oh Teufel, Weihwasser, bloß nicht. Worauf kommt es an? Welche Chancen stecken dahinter? Ganz kurz mal in die Reflexion einzusteigen. 7. Erfolgsfaktor Kunden nutzen. Es gibt am Ende nur 5 Nutzen, die wir im B2B-Umfeld nutzen können, die für den Kunden wirklich wertig sind. Es gibt aber auch einen Aspekt, den wir immer gerne so ein bisschen ignorieren. Das ist das ganze Thema Schmerzvermeidung. Und da sind durchaus noch jede Menge Potenziale aus unserer Sicht auch da, die wir im B2B-Umfeld besser nutzen können. 8. Erfolgsfaktor Verkaufsstrategie. Hand aufs Herz. Haben Sie wirklich immer eine Strategie, wie Sie einen Auftrag holen wollen, einen Kunden gewinnen wollen? Wir alle, auch ich, sind häufig sehr taktisch unterwegs. Anfrage kommt rein, wir machen Konzept, Angebot raus. Rosenkranz nehmen, 3-mal drehen, hoffentlich wird's was. Haben wir wirklich einen Fahrplan im Kopf, wie wir das Ding holen? Haben wir wirklich in irgendeiner Form eine Strategie uns mal überlegt? Und es gibt so 6 Basisstrategien, die jeder von uns sehr gut anwenden kann. 9.
Erfolgsfaktor Angebotsmanagement. Bewusst mal reinzugehen und zu sagen, hey, es gibt 4 verschiedene Angebotstypen und ich kann mich jeden Tag neu entscheiden, was ich einem Kunden übergebe, nämlich gar kein Angebot, klare Kante zu zeigen, nein. Nummer 2, ein Budgetangebot, weil der Kunde auch gar nicht mehr braucht im Moment. Nummer 3, ein Standardangebot, was wir so tagtäglich viel zu viel machen. Und Nummer 4, ein Extra-Meile-Angebot. Und was ist ein Extra-Meile-Angebot? Was steckt wirklich dahinter? Und warum ist es so wichtig? Darum geht es da. Und auch insbesondere nochmal, wann ist der richtige Moment zum Nachfassen im Angebotsbereich? 10, Erfolgsfaktor Verhandlung. Hand aufs Herz, falschen Sie oder verhandeln Sie? Ich gebe zu, manchmal falschig. Falschen heißt was? Wir sind dann plötzlich nur noch eindimensional auf einer Ecke unterwegs, nämlich Preis. Verhandeln ist weit mehr. Und wer verhandelt, kann seine Preise einfach auf einem höheren Niveau durchsetzen. Worauf kommt es an? Was sind so Verhandlungspakete, die Sie nutzen können? Wie können Sie sich idealerweise auf eine Verhandlung vorbereiten? Da gehen wir stärker drauf ein. Und Nummer 11, Erfolgsfaktor After Sales. Was heißt für uns After Sales? Der Kunde hat sich für oder gegen uns entschieden. Und jetzt bewusst in die Reflexion einzusteigen, hoppla, warum habe ich den Auftrag bekommen? Warum habe ich ihn vielleicht noch nicht bekommen? Was lerne ich daraus? Was tue ich morgen genauso oder wieder einen Ticken besser anders, um weiter erfolgreich zu sein und noch besser zu werden? Was kann ich auch tun, um mit dem Kunden kontinuierlich in Kontakt zu bleiben? Wie gesagt, alle 11 Erfolgsfaktoren immer sauber mit auch Praxisbeispielen beschrieben, um dann in die eigene Reflexion zu bekommen. Für Sie, Sie können viele, viele Checklisten, Werkzeuge auch direkt nutzen. Auf unserer Webseite sind sie frei zugänglich. Hier sehen Sie mal einen Überblick über diese Checklisten und Werkzeuge. Wer mag und sich vorher schon mal ein Bild machen will, kann auch gerne so auf die Seite gehen und sie sofort runterladen und nutzen. Wir sind da an der Ecke sehr offen. Jetzt wünsche ich Ihnen viel, viel, viel Spaß mit dem Buch. Link zu Amazon ist natürlich gleich hier unter dem Video. Viel Spaß dabei, Ihr Art Musik.